Und hier sind wir wieder bei Let's Play Skyrim in Hübsch. Und ich muss sagen, ich kann nicht springen. Okay, jetzt kann ich springen. Das wäre irgendwie komisch. Ah ja. Ich wollte ja sowieso, cool, da vorne ist irgendeine Mine. Die gehen wir uns natürlich schnell mal schnablitzen. Ich hoffe mal, dass die nicht böse auf uns sind oder sowas. Und da kommen wir auch dummerweise nicht hoch. Ne? Müssen wir da hinten entlang gehen und dann da hochgehen? Muss ich mal ein bisschen anstrengen, mein liebes Mädchen. Ne, das ist ja kein Mädchen. Sieht nur so aus. Nierenwurz. So. Mein lieber Olga. Der Olga, der muss schneller sein. Okay, hier habe ich noch was entdeckt. Und scheinbar sind die böse auf mich. Egal was das gerade ist, sie sind böse. Jetzt gehört ihr mir. Oh. Jetzt bezahlt ihr. Es ist eine abgeschwollene Mine. Verdammt! Hallo! Wir sind verloren! Rückzug! So. Naja. Ich sehe keinen, weil ich bin immer noch entdeckt, was ziemlich scheiße ist. So, jetzt bin ich versteckt. Also, wir müssten ja irgendwo hier sein, ne? Oder ist er nicht? Lauf mal ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Du dicke Krabbe, du. So, es müsste irgendwo hier sein. Sollte man schleichen. Oh. Ich kann euch nicht besiegen. Oh. Der ist abgehauen von mir. Wow. Hallo? Euch nicht besiegen.
werde euch in Stücke reißen. Hallo? Den kann ich auf jeden Fall seine Eisenpfeile wieder nehmen, aber... Okay... Gut, die Abgeschworenen sind also nicht unbedingt meine Freunde. Da hinten müsste noch irgendwo einer sein. Und hier habe ich jetzt auf jeden Fall eine Mine entdeckt. Wie schön. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Gut. Ich muss los. Deshalb konnte ich den gerade nicht töten. Gut, zeigt mir mal eben den Brief. Als erstes Salze der Leere. Skivenschwanz, okay. Gut. Ja. Brief eines Freundes. Die Macht des Thun-Tempels habt ihr nur auf nicht erwartet. Freude, dass sie gedeiht, eure Talente, ein Freund. Okay. Das bedeutet, egal. Ja. Wie komme ich jetzt in die Mine rein? Nein, tut mir leid. Nichts. Ich sammle einfach mal ein Hühnerei. Aber jetzt habe ich doch immer die eine Frage. Wo und wie komme ich zum Teufel in diese Mine rein? Du musst ja scheinbar hier... Ah! Die ist ja auch genau hier. Super. Ich würde sagen, die Mine machen wir zuerst, bevor wir zur irgendeiner nächsten Aufgabe gehen. Und hier drin wird natürlich als erstes mal gespeichert. So. Nun nach Druckplatten Ausschau gehalten. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oh mein Gott, diese Schwerter, die sind richtig heftig. So. Was machen meine Werte? Muss ich was essen? Nein. Gut. Dann lieber schleichen. Was ist im Sack drinne? Kann ich auch noch mal was mitnehmen. Macht ja, glaube ich, nichts. Gold. Ja, dann immer her damit. Gold baue ich doch immer gerne ab. Kann ich doch sehr viel mitmachen. Ne? Vor allen Dingen, weil es ja auch so unheimlich interessant ist. Hm. Ja. Das mit dem
Grafiktreiber übrigens, muss ich sagen, glaube ich, führe ich auf den neuen Beta-Treiber von AMD hin. Denn ich habe hin und wieder auch so ein bisschen Flickern. Ich glaube, ich muss wieder auf den normalen Treiber, auf den offiziellen Treiber zurückgehen. Ist denn da jemand? Der macht zu viele Zicken. Das habe ich wohl eingebildet. Ist der denn jetzt hin, den ich da gerade gehört habe? Ich weiß nicht, ich speichere auf jeden Fall nochmal. Eine Eisenachse will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ein Tonista. Spitzhacke, wie viele Spitzhacken soll ich denn sonst noch mitnehmen? Ne, da ist auch nichts drin, was ich großartig gebrauchen könnte. Na, lauf hier vorbei. Komm schon. Irgendeiner muss jetzt zurücklaufen. Oh mein Gott. Das war... Wusste ich doch, dass ich etwas... doch niemand hier. Sau, sau doof. Wow! Ich kann euch nicht besiegen! Ja, ich weiß. Oh, der hat gut getroffen. Der war sehr gut. Ja. Ja, natürlich nehme ich den Bogen. Ja, dann habe ich jetzt auch endlich mal einen richtig geilen Bogen. Hallo? Ausgeschworenen Bogen, ja? 23 und der hat ein bisschen weniger Gewicht, oder? So. Ach, wir haben ja auch noch ein neues Schwert, ne? Das ist 16. Was macht Drachenfluch? Oh, oh, oh. Ja. Das werde ich dann wahrscheinlich mal wieder zerstören. ja. Nehme ich mal den. Und die haben nur diese... die Eisenpfeile sind besser. Gut. Mal gucken, wie ich damit schießen kann. Okay. Ja. Wenn das Ding 23 Schaden macht. Wieso soll man das dann nicht nehmen, ne? Dann bauen wir noch ein bisschen Gold ab.
Und ich kann mich in der Zwischenzeit zurücklehnen und zugucken, wie Olga schuftet und schuftet und schuftet und schuftet. Und hier kann ich auch nochmal abbauen. Ja, es sind so die eher langweiligen Themen. Aber hey, ich habe Gold. Und Gold ist immer gut. Vor allem, wenn man daraus dann diese schönen Ketten und so weiter bauen kann. Die dann richtig was geben. Komm, bau ab. Danach wird mal gespeichert und dann wird weiter geforscht. Mal gucken, was ich dann noch so hier habe. An Sachen, was ich dann hier drinnen noch finden kann. Denn so viel Gold macht schon. Ich bin reich. Weiß ich genau, was ich mache, bevor ich nochmal. Was die hier alles an Spitzhacken haben. Potato. Ja, das mit den verschiedenen Sprachen kommt natürlich durch die Modpacks, die ich dazugelegt habe. Dass dummerweise manchmal die kleinen Kompliziertheiten aufweist. Dass es die Modpacks nur für die englische Version gibt und nicht für die deutsche. Und ich deshalb halt auf so einem Gemisch spiele. Dann weiß man ganz genau, was aus der Mod kommt und was ganz normal ist. Komm, gib mir Gold. Schön. Jetzt aber, da ist erschöpft. Oben haben wir dann auch nochmal eine Erzader. Dann wird danach kurz gespeichert. Denn wir wissen ja nicht, was noch so kommt. Und ich habe keinen Bock, nochmal hier 5 Minuten rumzusitzen und alles einfach mal nochmal abzubauen. Deshalb, zack, überschreiben wir das Ganze mal und gehen lautlos weiter. So kommt man vor einem wahren Mann zum Stehen. Nein, das ist, etwas zu feindlich gegenüber den Frauen. Na, bau mal schön. Klack, klack, klack. Im Sack ist da auch nicht viel drin. Jetzt soll ich auf jeden Fall wieder schleichen und meinen Bogen zur Hand nehmen. Oh. Hier sitzt. Oh. Aua. Hallo. Nein, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt.
Naja. Zumindest bin ich nicht so weit weg. Dann nochmal das hier abbauen. Golderz hinzugefügt, wie schön. Super. Da wäre nicht schön, nichts vieles Schönes drinne. So, du gibst mir deine Pfeile, den Granatstein. Und dann würde ich sagen, hier speichere ich nochmal und dann war es das auch schon für heute. Wir haben jetzt schon schon die 20 Minuten voll. Und damit würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.